Also, herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Center. Heute möchten wir über die neue bzw. die erstmalige Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur neuen RSV-Immunisierung sprechen. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften. Die Kolleginnen und Teilnehmenden hier gleich drumherum stelle ich gleich natürlich nochmal vor. Vielleicht einmal ganz kurz nochmal vorweg. Wie Sie alle auch wahrscheinlich wissen, respiratorische Syncytialviren sind eine bedeutende Ursache für Atemwegsinfektionen, insbesondere bei Säuglingen, bei älteren Menschen. Und die Entwicklung effektiver RSV-Immunisierung kann man schon irgendwie gewisserweise als Meilenstein in den letzten Jahren in der Prävention schwerer Atemwegserkrankungen bezeichnen. Und seit vergangenem Jahr gibt es eben zum Beispiel auch mit Abrivio und Arexvi erstmals Impfstoffe gegen RSV. Zudem gibt es seit September 2023 einen neuen monoklonalen Antikörper mit Beyfortus bzw. Nirsevimab, der Säuglinge in ihrer ersten Saison vor RSV schützen kann, also erste RSV-Saison. Aber eine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission gab es eben bis dato noch nicht. Und jetzt gibt es sie. Deswegen bin ich ganz froh, dass auch die STIKO natürlich mit Frau Julia Tabak dabei beteiligt ist. Und in diesem Pressbriefing möchten wir jetzt einmal die Empfehlung erstmals natürlich auch kurz erklären und einmal vorstellen. Und anschließend möchten wir alle zusammen mit den Kollegen, die noch dabei sind und den Teilnehmenden die Fragen diskutieren, die es noch gibt und einfach das Thema nochmal auf die Agenda heben. Für Sie da draußen, für die Journalisten alles nochmal, bitte beachten Sie, wie gesagt, das Pressbriefing ist unter Sperrfrist. Das heißt, bis morgen 14 Uhr, wo die Veröffentlichung im epidemiologischen Bulletin stattfinden wird, ist quasi das Gesagte und alles drumherum noch unter Sperrfrist, das bitte zu beachten. Genau, und ein Transkript sowie ein Videomitschnitt finden Sie bis voraussichtlich morgen früh, morgen später oder vor früher Mittag wahrscheinlich, können wir Ihnen dann zusenden. Ebenso, vielleicht kann ich schon vorab sagen, ist mit der STIKO auch vereinbart, Sie dürfen im Anschluss an die Veranstaltung, dürfen Sie das Bulletin haben, den jeweiligen Artikel, auch unter Sperrfrist natürlich dann bis morgen, den würden Sie zugeschickt bekommen noch hier nach. Aber genau, dann sind Sie da schon auf Stand. Jetzt möchte ich natürlich die Leute auch noch vorstellen, die hier noch mit mir sitzen. Und da würde ich gerne mit Frau Julia Tabak dabei beginnen, also PD-Dr. Julia Tabak dabei, Ärztin am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Angelika Lautenschläger Klinikum am Universitätsklinikum Heidelberg. Und sie ist Mitglied der Ständigen Impfkommission. Hallo, Frau Tabak dabei. Hallo, danke. Dann haben wir Professor Dr. Johannes Liese, Leiter der pädiatrischen Infektiologie und Immunologie an der Kinderklinik und Poliklinik des Universitätsklinikums Würzburg. Hallo, Herr Liese, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Und Herr Professor Dr. Thomas Pietschmann, Leiter der Arbeitsgruppe Experimentelle Virologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Hallo, Herr Pietschmann. Hallo, guten Tag. Frau Tabak dabei, ich würde ganz gerne natürlich direkt mit Ihnen starten, dass Sie uns alle mal so bitte einmal auf Stand bringen, in Form ein, zwei, drei Folien natürlich auch gerne. Wie lautet denn jetzt momentan die neue Empfehlung der Ständigen Kommission? Ja, gerne. Ich teile einmal dazu den Bildschirm. So. Ja, jetzt kann ich auch selbst wieder sehen. Also, ich würde gerne einmal in aller Kürze die Empfehlung der STIKO zur spezifischen Prophylaxe von RSV-Erkrankungen mit dem monoklonalen Antikörper Nirsevimab bei allen Neugeborenen und Säuglingen in ihrer ersten RSV-Saison vorstellen. Die STIKO empfiehlt den monoklonalen Antikörper Nirsevimab, der den Handelsnamen Beyfortus hat, für alle Neugeborenen und Säuglinge unabhängig von möglichen Risikofaktoren in ihrer ersten RSV-Saison. Die RSV-Saison findet üblicherweise zwischen Oktober und März statt und es handelt sich hierbei um eine einmalige passive Immunisierung, die intramuskulär erfolgt. Dabei gibt es verschiedene Gedanken zu der Umsetzung. Und zwar ist es so, dass wir bei der Umsetzung darauf geachtet haben, dass möglichst alle Säuglinge maximal von der Wirkung des Antikörpers profitieren können, sodass alle Säuglinge, die zwischen April und September geboren sind, Nirsevimab, also Beyfortus, möglichst im Herbst vor Beginn ihrer ersten RSV-Saison erhalten sollten. Das heißt zwischen September bis November und Neugeborene, die während der RSV geboren werden sollten, Nirsevimab, also Beyfortus, möglichst rasch nach der Geburt erhalten. Das könnte vor der Entlassung aus der Geburtseinrichtung sein. Dazu bietet sich die U2 am 3. bis 10. Lebenstag an, die sehr häufig noch in den Einrichtungen stattfindet. Und sollte eine Nirsevimab oder Beyfortus-Gabe verpasst werden oder versäumt werden, so wäre es gut, innerhalb der ersten RSV-Saison diese auch schnellstmöglich noch nachzuholen. Ja.
Das Ziel der RSV-Prophylaxe ist, dass Säuglinge und Neugeborene vor dem respiratorischen Syncytialvirus geschützt werden soll. Das gerade bei sehr jungen Säuglingen zu schweren Atemwegserkrankungen führen kann, die tatsächlich auch sehr häufig zu Krankenhausaufenthalten führen und zum Glück in Deutschland seltener auch zu Todesfällen und diese zu verhindern. Außerdem hat die RSV-Prophylaxe das Ziel, dazu beizutragen, die stationären und auch ambulanten Versorgungsengpässe zu vermeiden, die im Winter durch eben eine hohe Anzahl von RSV-Infektionen im Säuglingsalter entstehen. Hier sehen wir einmal eine Übersicht zu dem Auftreten, zur Inzidenz pro 1000 Kinder von stationär behandelten RSV-Infektionen in Deutschland. Da sehen wir, dass es vor allem in den ersten Lebensmonaten einen hohen Peak gibt und dann diese graduell absinken. Insgesamt kann man sagen, dass das RSV, also schwere Atemwegsinfektionen mit RSV, der häufigste Hospitalisierungsgrund für Kinder im ersten Lebensjahr sind und dass auch generell so jedes vierte Kind mit einer RSV-Infektion im Rahmen des ersten Lebensjahres medizinisch auch behandelt wird. Hier sehen wir eine Übersicht, wie die Durchführung der Immunisierung geplant ist. Im orangenen Bereich haben wir die RSV-Saison, die wie gesagt von Oktober bis März sich meistens überspannt. Und hier sollten in dieser Zeit geborenen Kinder möglichst rasch nach der Geburt eine Sivirmab erhalten. Und dann in allen blau dargestellten Monaten, also von April bis September, würde man eben dann kurz vor der RSV-Saison oder am Anfang der RSV-Saison im Herbst zwischen September und November die Nirsevier-Webgabe vorschlagen. Ja, dazu erstmal so die erste Vorstellung und ja, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Genau, super, wenn Sie kurz das beenden können. Genau, vielleicht können Sie doch noch einmal kurz teilen, und zwar, dass wir noch einmal ganz kurz nochmal vielleicht wirklich auf die erste Folie gehen, weil Sie da so schnell drüber Ich gegangen war zu schnell. Okay. Ja, kein sind. Problem, Ganz kurz nochmal natürlich. so, die Einleitung nochmal vielleicht nochmal ganz kurz, also nicht die allererste, genau, die zweite, genau, und der Punkt halt nochmal für alle Neugeborenen, dass ich da vielleicht direkt nochmal anhaken würde, weil wir haben ja schon einen etwas älteren monoklonalen Antikörper, der bis jetzt für Risikokinder eigentlich nur zugelassen war. Vielleicht können Sie oder auch natürlich gerne Herr Liese, wenn Sie gleich noch mit ergänzen wollen, aber vielleicht können Sie einmal kurz herausarbeiten, was so ein bisschen jetzt das Besondere an diesem Antikörper ist, dass Sie ihn für alle Neugeborenen und Säuglinge diesmal empfehlen. Also erst einmal der Antikörper, der schon viele Jahre in Einsatz ist, ist Palivizumab. 3,5% aller neugeborenen Kinder haben besondere Risikofaktoren für einen sehr, sehr schweren RSV-Verlauf. Da sind die Frühgeborenen zu nennen, aber auch Kinder mit Lungenerkrankungen oder auch sehr schweren Herzfehlern. Und die erhalten schon immer den Antikörper, der zu Anfang der RSV-Saison gegeben wird und dann in monatlichen Abständen wiederholt wird. Und da liegt auch genau der Unterschied zu Nirsevimab, dass dieser monoklonale Antikörper hat eine deutlich längere Halbwertszeit und muss deswegen nur einmalig gegeben werden und hat eine durchschnittliche Halbwertszeit von 96 Tagen und damit deutlich länger als Palivizumab. Hier liegt schon mal ein wesentlicher Unterschied. Genau. Dazu kann sicher Herr Pietschmann noch weitere Details erklären. Es gibt natürlich auch noch weitere Unterschiede. Letztendlich ist beiden monoklonalen Antikörpern gemein, dass sie dafür sorgen, dass sie gehen im Prinzip an ein bestimmtes Glykoprotein auf der Außenseite des Virus, das F-Protein, das F steht für Fusion. Und das Wort erklärt eigentlich schon ganz eindrücklich, worum es da geht. Da geht es um die Fusion mit der Wirtszelle, also mit der Zielzelle des Virus und damit das Eindringen der Zelle. Und es ist auch tatsächlich dafür zuständig, dass Viren in Zellverbänden von einer Zelle zur anderen gelangen können. Und das wird mit den Antikörpern unterbunden. Und da ist tatsächlich Nirsevimab nochmal deutlich effektiver, als das zuvor Palivizumab war. Genau. Und der Grund, warum alle Neugeborenen und alle Säuglinge unabhängig von möglichen Risikofaktoren Nirsevimab erhalten sollen, ist, dass es zwar so ist, dass die Kinder mit Risikofaktoren zu 20%, tatsächlich 20% der Kinder mit schweren RSV-Infektionen ausmachen, das heißt einen relativ großen Anteil proportional, aber da bleiben 80% der Kinder mit schweren RSV-Infektionen, die zuvor und eigentlich gesund sind. Und damit sind sie mengenmäßig einfach der größere Anteil der Kinder, die wir in den Kinderkliniken sehen und behandeln.
Okay, super, vielen Dank. Herr Pietmann, genau, Sie wurden gerade ein paar Mal von Frau Tabatabai angesprochen. Sie können natürlich oder dürfen gerne ergänzen, wenn Sie da schon direkt Ja. auch reingrätschen wollen, natürlich. Also, das war perfekt dargestellt. Zu dem, was alles schon gesagt wurde, kann ich noch ergänzen, für wen es interessiert ist. Also, das ist ein humaner Antikörper, Nirsevimab, der ursprünglich aus dem Menschen gewonnen wurde, jetzt aber rekombinant hergestellt wird. Und er hat kleine Veränderungen in einem besonderen Bereich des Antikörpers, die dazu führen, dass es eine intensivere Interaktion mit Rezeptoren gibt auf der Oberfläche von Immunzellen, dass dieser Antikörper auch länger einfach im System bleibt und nicht ausgeschieden wird und abgebaut. Und so ist diese Halbwertszeit bedingt und genau richtig. Er hat auch eine höhere Wirksamkeit, sprich eine effektivere Neutralisierung, des Zelleintritts. Bevor wir gleich noch, vielleicht noch mehr ins Detail Danke. gehen, Herr Liese, könnten Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen, in der Sicht auf Stand bin, aus dem klinischen Alltagsblick vielleicht noch mal, also wie wichtig oder bedeutsam ist eigentlich diese RSV-Prävention, die wir jetzt demnächst haben oder auch vielleicht künftig noch mehr haben werden, also dass Sie vielleicht die Lage noch mal ein bisschen zusammenfassen? Ja, gerne. Also sowohl in der Kinderarztpraxis als auch in der Kinderklinik ist die jährliche RSV-Saison eine riesige Herausforderung, weil wir da quasi eine sehr, sehr massive Infektionswelle haben. Wir sehen das jährlich in einem Zeitraum im Winter, meistens Herbst, Winter. Die Kernzeit ist üblicherweise Januar bis März. Und das ist da, wo das Gesundheitssystem tatsächlich an die Grenze der Belastung kommt, sowohl in den Kinderarztpraxen als auch in den Kliniken. Besonders stark, und das haben vielleicht Sie auch als Journalisten ja mitbekommen, war das in den ersten 2 Saisons nach der Pandemie, wo wir quasi einen Rückschlag hatten und massive Wellen hatten an RSV-Infektionen, die dazu geführt haben, dass auch gar nicht alle Kinder mehr versorgt werden konnten, die wir hätten stationär aufnehmen müssen und dass wir sozusagen hier auch ja, regional oder überregional Patienten verlegen mussten, um die Versorgung zu gewährleisten. Im Prinzip sind es zwei Situationen, mit denen wir zu tun haben in der klinischen Praxis. Das ist zum einen die Situation in der Praxis bei den niedergelassenen Ärzten, die RSV kennen, zum einen als Infektion, ich sage jetzt mal einfachen grippalen Infekt der oberen Atemwege, der unkompliziert verläuft. Das muss man auch sagen, bei den meisten Kindern verläuft es unkompliziert. Aber dann gibt es eben 10% aller Kinder, die eine Infektion der unteren Atemwege entwickeln, mit einer Bronchitis oder mit einer Pneumonie. Und von denen etwa 2% werden hospitalisiert. Und nachdem die Infektion alle Kinder in den ersten beiden Lebensjahren betrifft, also 100% quasi Infektionsrate, bedeutet es, dass RSV der häufigste Erreger von Infektionen der unteren Atemwegen in den ersten beiden Lebensjahren ist und damit ja auch die häufigste Ursache für Pneumonien und für Bronchitiden. Vielen Dank, Herr Liese. Ich biete mal eine Frage vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung des Ganzen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass man dieses F-Protein eigentlich erst entdeckt hat. Wir reden, glaube ich, von einem knappen Jahrzehnt hier oder so. Können Sie vielleicht noch mal kurz vielleicht skizzieren, was so die Schwierigkeiten waren in der Forschung, überhaupt vernünftige Impfstoffe slash Antikörper herzustellen gegen RSV? Ja, also es geht schon in der Tat ein bisschen länger zurück. Also 1956 ist das Virus entdeckt worden und auch konnte dann zugeordnet werden, dass es diese respiratorischen Infektionen auslöst. Und man hat dann gleich zu Beginn auch versucht, Impfstoffe zu entwickeln. Formalin inaktivierte, das ist ein ganz klassisches Verfahren. Impfstoffe wurden da vorangebracht und haben leider aber in den ersten Klinik oder in der ersten klinischen Studie, die durchgeführt wurde, keinen guten Effekt erzielen können, im Gegenteil, sondern dazu geführt, dass die wenigen Kinder, die immunisiert waren, leider sogar schwere Verläufe hatten in der Nachfolgesaison, wo sie sich angesteckt hatten mit dem zirkulierenden Virus. Das war ein riesiger Rückschlag natürlich für das Vakzinentwicklungsprogramm gegen RSV. Und es ist erstaunlich und auch toll, was geleistet werden konnte in den Jahrzehnten seither, das aufzuarbeiten, Mechanismen zu verstehen, die dazu geführt haben. Und das bringt mich auch dazu, an das F-Protein nochmal zu gehen. Sie haben recht mit der Aussage, dass die Struktur des F-Proteins, des Fusionsproteins, erst relativ
in jüngster Zeit gelöst werden konnte. Und die war natürlich ganz wichtig auch, um Impfstoffe zu entwickeln. Die hatten Sie ja schon angesprochen, die aktiven Impfstoffe, die zugelassen wurden, aber auch um Antikörper genau zu charakterisieren in der Art und Weise, wie sie an dieses F-Protein binden. Also man kennt die Struktur des Hüllproteins dieses Virus und dann auch die Struktur, wie neutralisierende Antikörper genau binden können. Und dieser Antikörper, von dem wir sprechen, ist ein besonderer. Er bindet an ein Epitop des F-Proteins, das nur in der sogenannten Präfusionskonformation des F-Proteins vorhanden ist, also in der Ausprägung des F-Proteins, bevor eine Zelle infiziert wird, bevor die Fusion eingeleitet wird. Das heißt, das ist genau die, die eigentlich gebunden werden soll, um zu verhindern, dass die Zelle infiziert werden kann, die Fusion stattfinden kann. Und das konnte man aufklären. Diese Prefusion-Konformation ist auch wichtig für die aktiven Impfstoffe. Ist heute nicht das Thema. Genau, aber auf diese Entwicklungshistorie geht es zurück und man kennt also genau die Bindestelle und konnte diesen Antikörper entwickeln, validieren und jetzt zulassen. Super, vielen Dank, Herr Pietmann. Frau Tabata dabei, weil natürlich auch schon ein paar Fragen reinkommen. Ich glaube, eine Sache müssen wir, glaube ich, vorab noch mal ganz kurz klären, so ein bisschen die Elefantenfrage im Raum. Es geht zwar hier jetzt gerade um die monoklonalen Antikörper, aber es gab ja nun mal auch Impfstoffe im vergangenen Jahr, die STIKO explizit sich zwar angeschaut hat, aber dafür befunden hat, die noch nicht zu empfehlen. Also zum Beispiel den von Pfizer als maternale Impfung, also für Schwangere gedacht, der nicht empfohlen wird momentan wegen, steht auch unter anderem ja in einem Bulletin drin, wegen einem leichten Frühgeburtensignal. Können Sie darauf vielleicht auch nochmal eingehen, inwiefern man sich diese Impfstoffe jetzt angeschaut hat? Und es wird ja auch zwar namentlich nicht erwähnt, aber es gibt ja noch einen Impfstoff von GlaxoSmithKline, ja, glaube ich, heißt der, der, soweit ich es verstanden habe, auch nicht empfohlen wird und auch nicht für Ältere. Oder vielleicht können Sie das mal einordnen, ob das vielleicht auch noch kommt als Einschätzung, weiß ich ja jetzt nicht. Aber dass Sie vielleicht auch mal ganz explizit nochmal diese Trennung monoklonale Antikörper und Impfstoffe machen, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Sie können sonst uns gerne nochmal die Folien zeigen, falls da noch was gezeigt werden muss. Aber genau, vielleicht erstmal Sie nochmal. Ja, also vielen Dank. Das ist tatsächlich korrekt. Wir haben nicht nur eben diesen Antikörper, sondern es gibt auch zwei zugelassene Impfstoffe mittlerweile. Einmal Arexvi und Abrysvo. Wobei der aktuell von der Zulassung der wesentliche Unterschied ist, dass Abrysvo tatsächlich für den Einsatz bei Schwangeren zugelassen ist und Arexvi tatsächlich aktuell nur für Senioren über 60 zugelassen ist. Und Abrysvo hat noch eine zweite Variante von dem gleichen Impfstoff mit einem Adjuvans versetzt, das eben auch bei Senioren über 60 eingesetzt wird. Und diese beiden Einsatzgebiete für Senioren über 60 Jahren, die jetzt möglich sind durch die aktuellen Zulassungen, haben wir als STIKO gesondert bewertet und werden dazu auch gesondert Stellung nehmen. Das ist sozusagen nicht Thema von heute oder morgen. Ja. Was die maternale Impfung betrifft, ist es so, dass es tatsächlich bei Abrysvo zwei Probleme gab. Das eine Problem ist, dass es tatsächlich im Vergleich deutlich, sehr, sehr deutlich weniger oder sehr wenige Frauen nur untersucht wurden. Das heißt, dass schlicht und ergreifend wenig Evidenz vorliegt und aus unserer Bewertung aktuell auch zu wenig Evidenz, um hier eine klare Empfehlung für diese Impfung zu geben. Zusätzlich ist es so, dass in der Sicherheitsevaluation, wie Sie gerade auch schon erwähnt haben, es ein Ungleichgewicht beim Auftreten von Frühgeburten in der Studienpopulation, und zwar im Vergleich der sozusagen Impfstoff erhaltenen und nicht erhaltenen Gruppe gab. Insgesamt ist die Studienpopulation aber zu klein, um das sicher zu beurteilen. Und deshalb ist die STIKO aktuell zu dem Schluss gekommen, dass wir die maternale Impfung gegen RSV unter den aktuellen Bedingungen nicht empfehlen können. Ich weiß nicht, ob Herr Liese vielleicht noch ergänzen mag, aber das ist so der Ja, Stand. Kann ich gerne. Also ich glaube, was man sich klar machen muss, ist das, was ja schon herauskam, dass die RSV-Prävention kann stattfinden zu verschiedenen Zeitpunkten des Lebens. Wir haben zum einen eben diese Hauptrisikogruppe der Neugeborenen und der jungen Säuglinge. Und wir haben, die wir mit einem passiven monoklonalen Antikörper, wie Herr Pietschmann genau erklärt hat, immunisieren können. Und das ist was ganz Besonderes, weil wir eigentlich ja in dieser
Altersgruppe der jungen Säuglinge normalerweise immer mit aktiven Impfstoffen impfen. Und das ist sozusagen die erste passive Immunisierung, die quasi für jedes neugeborene Kind, für jeden Säugling in Deutschland empfohlen wird. Das ist was Besonderes, das muss man sich vor Augen halten. Wir haben aber für diese Altersgruppe keine aktive Impfung. Die aktive Impfung steht zur Verfügung für Erwachsene. Da gibt es jetzt das Thema der Senioren, bei denen RSV auch tatsächlich ähnlich wie Influenza ein Problem dasteht, so wie die Grippe auch. Und wo auch sozusagen die STIKO sich damit beschäftigt, hier auch eine Empfehlung einzuführen für diese Altersgruppe unter bestimmten Bedingungen. Das ist nicht Themas von heute. Und es gibt in der Mitte die Gruppe der schwangeren Mütter. Und das ist das Thema der maternalen Impfung. So wie wir es ja auch kennen, das kennen von der Keuchhustenimpfung, von der Impfung gegen Influenza, dass wir sozusagen die Mutter als Vehikel nehmen. Die Mutter wird geimpft. Sie schützt nicht nur sich durch die Impfung, sondern überträgt die Antikörper, die sie selber sozusagen produziert, auf den Fötus, auf das neugeborene Baby, das mit einem Nestschutz gegen die Erkrankung sozusagen zur Welt kommt. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, der aber, und das war in unserer AG, so hatten wir das entschieden und so wird es auch nochmal begründet sein im epidemiologischen Bulletin, derzeit noch nicht genügend Daten von unserer Meinung nach da vorhanden sind zur Sicherheit und auch zu der Wirksamkeit, sodass wir hier momentan für diese Impfung noch nicht allgemein eine allgemeine Empfehlung haben werden für diese aktive Impfung in der Schwangerschaft. Und wir uns jetzt momentan konzentrieren auf die passive Immunisierung, diesen neuen Schritt bei den Neugeborenen und bei den jungen Säuglingen. Super, vielen Dank. Da hat sich, glaube ich, auch eine Journalistenfrage so ein bisschen schon geklärt. Ich stelle sie trotzdem noch mal kurz in die Runde. Es war eben so die Frage wirklich nach einer Empfehlung eben nicht nur für Kinder, sondern eben auch Empfehlung für Ältere. Da haben Sie jetzt auch gesagt, da beschäftigt sich die STIKO noch mal mit, kommt womöglich später. Beim Antikörper macht es wahrscheinlich ja keinen Sinn, Ältere mit dem Antikörper zu impfen, da die wahrscheinlich ja öfters schon mal durch eine RSV-Saison durchgegangen sind. Aber korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Ja. Es gibt, das macht im Allgemeinen keinen Sinn, weil die aktive Impfung ja viel besser ist, ja, als eine passive Immunisierung. Wir dürfen nicht vergessen, eine passive Immunisierung verlieren wir. Wir haben einen besonderen Antikörper jetzt, den wir jetzt hier empfehlen, der sogar die Halbwertszeit hat für 6 Monate. Aber nach 6 Monaten ist dieser Schutz vorbei. Bei einer aktiven Immunisierung haben wir einen protrahierten Schutz bei dem Geimpften und das ist natürlich viel sinnvoller und auf die Dauer dann auch kostengünstiger. Und effektiver. Deswegen diese passive Immunisierung ist sozusagen für diese Hochrisikogruppen zu Beginn des Lebens, für diese Phase der ersten 6 Monate beziehungsweise im frühen ersten Lebensjahr, wo wir die meisten schweren Erkrankungen und Krankenhausaufnahmen sehen. Super, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage bekommen, nochmal zum Antikörper und zur Dauer, so gesehen, der Wirkzeit. Und da hatten Sie, glaube ich, Frau Tabber dabei, diese 96 Tage genannt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da war einfach die Frage, habe ich das richtig verstanden? Der neue Antikörper hält 96 Tage. Das würde ja nicht die Zeit von Oktober bis März abdecken. Also nach im Sinne von fallen Antikörper schon wieder drastisch runter. Man sieht einen Antikörperverlust. Also vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen oder diese Folie auch nochmal zeigen, wo sie die Monate auch nochmal aufzeigen. Ah, genau. Ja, also erstmal muss man dazu sagen, Halbwertszeit bedeutet ja die halbe Zeit, bis der Antikörper sozusagen abgebaut ist. Also das heißt, da ist ja auch noch über die 96 Tage, es ist der Peak, also die halbe Zeit sozusagen, ne? Und es ist in den Studien so gewesen, dass man für, das waren 100, Herr Liese, helfen Sie mir, 160 Tage, glaube ich, nach Beobachtungszeit. 150 Tage waren es genau. 150 Tage nach Beobachtungszeit die Daten erhoben hat. Und das umfasst sehr wohl die ganze RSV-Saison. Das heißt, die Daten zur Wirksamkeit, die wir beurteilt haben, beziehen sich auf eine Saison. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, obwohl das natürlich ein sehr viel komplexeres Immunisierungsschema ist, ich zeige es Ihnen gerne nochmal, dafür entschieden, dass wir uns dafür aussprechen, dass eben diese Immunisierung auch kurz vor der RSV oder in der RSV-Saison, je nach Geburtsdatum, stattfindet. Hier sehen wir es nochmal. Also je nachdem, wann das Kind geboren wird, erfolgt direkt nach der Geburt die Nirsevimab-Abgabe oder eben kurz vor der RSV-Saison, um wirklich von diesen
Zeitraum, der auch in den Studien untersucht wurde und abgedeckt wurde, für die Wirksamkeit mit 150 Tagen auch maximal zu profitieren. Ja, das kann ich nur ergänzen. Also in den Studien konnte gezeigt werden, dass über den Zeitraum von 6 Monaten eine Schutzwirkung von ungefähr 75% besteht. Es ist kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist eine Schutzwirkung von 75%. Und vielleicht kann man was ergänzen noch. Es gibt, sagen wir mal, 3 Länder, bei denen dieses Programm schon im letzten Herbst gestartet wurde. Und das ist eigentlich für uns Kinderärzte eines der überzeugendsten Daten, die wir haben. Die kommen aus Spanien, aus Frankreich und den USA und die zeigen, dass tatsächlich diese Wirksamkeit auch eingetreten ist. Es ist also nicht nur in Studien gezeigt, sondern wir haben jetzt sogenannte Real-World-Data, die bestätigen, dass die RSV-Hospitalisation, die schweren Erkrankungen im ersten Lebensjahr in den Ländern, die solche breiten Impfprogramme schon im letzten Herbst implementiert haben, dass die um 70 bis 80% zurückgegangen sind. Also genau eigentlich die Zulassungsstudien bestätigt haben. Vielen Dank. Dann gibt es eine Frage, die hatten wir eben, Herr Lieser, auch schon mal kurz im Vorgespräch. Vielleicht wäre die auch da doch nochmal direkt für Sie. Und zwar entfällt die bisherige Therapie für Risikokinder, also mit der neuen Impfempfehlung, also mit dem neuen Antikörper slash dem alten Bamlanivimab. Vielleicht können Sie das nochmal kurz aufdröseln. Die Risikogründer, für die war bisher Palivizumab empfohlen. Palivizumab hat den großen Nachteil, dass man es 5-mal geben muss. Das Kind muss also 5-mal gepikst werden. Es muss 5-mal in die Praxis kommen, was in der Winterzeit auch immer wieder ein Risiko darstellt, sich selbst wieder anzustecken im Warteraum zum Beispiel. Und es ist sehr, sehr, sehr viel teurer natürlich, eben vom Aufwand her, aber auch vom Medikament selbst. Und es ist so, dass die Entwicklungsphase des neuen Impfstoffes, des Nirsevimab, sehr stark an gesunden Säuglingen zunächst durchgeführt worden und die Daten zu Risikokindern, also Frühgeborene und Kinder mit angeborenen Herzerkrankungen, bisher begrenzt sind. Aber wir können durchaus davon ausgehen, wenn wir den Impfstoff sehen, wie er produziert wird und wie er verwendet wird, dass er von der Sicherheit und Wirksamkeit vergleichbar ist zu Palivizumab und eben aufgrund der erheblichen Vorteile in der Anwendung hier auch präferenziell in Zukunft eingesetzt werden wird. Wir sind auch dabei, diesbezüglich die Leitlinie für Risikokinder zu überarbeiten. Und die STIKO hat auch explizit gesagt, dass diese Impfung für alle Neugeborenen und Säuglinge empfohlen sind, inklusive der Patienten, die bisher als Risikokinder galten. Vielen Dank. Vielleicht noch ein bisschen ergänzend dahin die Frage nochmal, wann entfaltet der Antikörper seinen vollen Schutz nach der Injektion? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch was für Herr Pietschmann oder auch Frau Tabatabai. Vielleicht starten wir kurz bei Herrn Pietschmann und gehen dann zu Frau Tabatabai, also dass man das ein bisschen beleuchtet mal. Ja, ganz kurz dazu. Natürlich ist der Schutz am wirksamsten, wenn der Spiegel des Antikörpers am höchsten ist und das ist direkt nach der Injektion, nachdem der sich im Körper verteilt hat und dann auch vor Ort vorliegt. Und von der Halbwertszeit hatten wir schon gesprochen. Der Spiegel des Antikörpers sinkt eben über die Zeit und die Halbwertszeit ist dann eben, wann dieser Spiegel sich halbiert hat. Und das ist 96 Tage, aber am Anfang ist eine wirklich hohe Dosis im Organismus. Sodass über diesen Zeitraum, der von der Studie abgedeckt wurde, ausreichende Spiegel waren, um über die Gesamtzeit diese Wirksamkeit zu erzielen. Also es ist abhängig von der Dosis und die Dosen, die erreicht sind, sind sehr sorgfältig gewählt und validiert. Wollen den Räumen ergänzen, Frau Tabatabai? Oder? Man kann vielleicht an dieser Stelle tatsächlich einmal erwähnen, dass es zwei Dosierungen gibt für die Immunisierung. Die IM-Gabe, die sich nach dem Gewicht orientiert. Und wir haben tatsächlich auch da den Schwerpunkt gelegt, beziehungsweise wir haben die Studien so ausgewählt, dass auch diese Differenzierung mit dem Gewicht auch dort schon berücksichtigt wurde. Und da ist es so, dass 5 Kilo sozusagen die Grenze sind. Das heißt, Kinder, die unter 5 Kilo wiegen, die würden 50 Milligramm IM-Injektion erhalten und Kinder, die 5 Kilo oder mehr wiegen, 100 Milligramm, also das Doppelte. Genau. Und anhand dieser Daten sind auch die Wirksamkeitsstudien durchgeführt worden, also anhand dieser Aufteilung.
Und das sind auch die Daten, die wir in unserem systematischen Review und in unserer SOP berücksichtigt haben. Okay, das heißt aber also für Kinder, die jetzt genau in der RSV-Saison geboren werden, geht man wirklich, also je schneller, desto besser. Also in der Klinik am besten noch die Spritze. Das habe ich jetzt richtig verstanden, ja? Okay. So ist die Empfehlung, ja. Okay. Dann gibt es eine Frage, ist der Impfstoff deutschlandweit bereits flächendeckend eigentlich verfügbar? Also kann man jetzt theoretisch eigentlich direkt starten? Zur Kostenfrage kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz, aber vielleicht erstmal so die Verfügbarkeit. Ich weiß nicht genau, wer von Ihnen jetzt den besten Überblick darüber hat, ob Frau Tabatabai oder Herr Liese. Aber vielleicht Frau Tabatabai zuerst und dann Herr Liese so rum. Also zugelassen wurde der Impfstoff im Oktober letzten Jahres. Und tatsächlich gab es auch in Bezug auf die Risikokinder da schon eine Stellungnahme des GBAs, sodass auch Nirsevimab für Risikokinder schon ab Januar diesen Jahres eingesetzt werden konnte. Also die Voraussetzungen dafür waren geschaffen. Und der Impfstoff, Entschuldigung, die Immunisierung, also das Medikament ist auch verfügbar. Dennoch ist es so, dass es für uns als STIKO, ich zumindest habe keine Informationen darüber, ob für alle Säuglinge, alle Kinder sofort der Impfstoff da ist. Wir haben aber deswegen uns auch so viel Mühe gegeben, zeitlich jetzt so früh wie möglich dran zu sein, um auch da Möglichkeiten zu bieten, dass wir bis zur RSV-Saison, also bis Oktober, auch da die Voraussetzungen geschaffen werden. Und das ist auch das Ziel, dass alle Säuglinge und Neugeborene immunisiert werden können ab Oktober. Und die Signale, soweit ich das jetzt verstanden habe, da von der Industrie sind auch sehr positiv gewesen. Dennoch haben wir auch für den Fall, dass es nicht so sein sollte, also dass aus irgendwelchen Gründen doch am Ende nicht genug Medikament vorhanden ist, haben wir dazu auch in der ausführlichen Stellungnahme Bezug genommen. Und dann wären natürlich wieder die Risikokinder an erster Stelle. Vielleicht ganz kurz ergänzen, falls Herr Liese noch ausführen möchte, aber bei den Risikokindern vielleicht nochmal kurz konkret die Frage bei Frühchen. Also was wäre die Empfehlung bei Frühchen? Frühgeborene Ja. gehören zu den Risikokindern. Okay. Frühgeborene können dazu. Das war bisher nochmal auch mal differenziert. Also es gibt ja Frühgeborene, die sind quasi, verhalten sich eigentlich wie reife Neugeborene, haben also kein erhöhtes Risiko. Und es gibt sehr kleine Frühgeborene, bei denen das Risiko dann ansteigt, insbesondere auch wenn noch andere Komorbiditäten wie Herzfehler oder chronische Lungenerkrankung vorliegen. Frühgeborene werden idealerweise in der Klinik geimpft. Also insgesamt, vielleicht kommen wir da auch noch dazu, ist ja sozusagen, gibt es zwei Möglichkeiten, diese Immunisierung zu verabreichen. Die eine ist in der Klinik nach der Geburt und die andere ist eben in der Praxis sozusagen, wenn das Kind dort nach der Geburt das erste Mal sich vorstellt in der Kinderarztpraxis. Dafür gibt es zum Beispiel die erste Vorsorgeuntersuchung, die sogenannte U3-Untersuchung im Alter von 2 bis 4 Wochen, wo man dann auch diese Impfung in der Praxis applizieren könnte. Diese Praxis- und Klinikfrage ist noch relativ spannend. Je nachdem, wo jetzt geimpft wird, sind wir vielleicht wahrscheinlich ja auch in anderen Kostentöpfen. Deswegen, das können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne vielleicht noch ein, zwei Journalistenfragen natürlich noch schneller machen, damit wir auch die Kollegen zu Ja, Wort klar. kommen lassen. Und zwar kam auch die Frage, mit welchen Nebenwirkungen muss man rechnen? Also kann man da vielleicht noch was zu sagen, was bei Nirsevimab rausgekommen ist? Bei dem Pfizer-Impfstoff haben wir ja eben drüber gesprochen, was eine mögliche unschöne Nebenwirkung sein könnte, die Frühgeburten. Aber vielleicht gehen wir bei Nirsevimab noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ist da irgendwas Nennenswertes in den Nebenwirkungsprofil aufgefallen? Vielleicht Frau Tabatabai dabei und dann. Also wie bei allen Injektionen können eine Rötung und eine Schwellung und Schmerzen im Bereich der Injektionsstelle auftreten am Tag der Injektion und auch am Tag danach. Und das war auch dann mit Abstand das Häufigste, was in den Studien, in den Sicherheitsprofilen beobachtet wurde. Genau, das stand da im Vordergrund. Ansonsten wurde das Arzneimittel als sehr sicher eingestuft. Ich glaube, es gab eine anaphylaktische Reaktion, die fraglich war im Zusammenhang mit dem Arzneimittel. Aber vielleicht kann da Johannes Liese noch ergänzen. Ja, also Zulassungsstudien zeigen, dass diese Nirsevimab ebenso sicher ist wie das früher verwendete oder bisher verwendete Palivizumab, das wir von den Risikokindern gehen.
kennen und über das ja schon seit über 20 Jahren Erfahrung bestehen. Also es ist ein monoklonaler Antikörper, also eine passive Immunisierung. Und wie Frau Tabatabai gesagt hat, sind es zum größten Teil Lokalreaktionen, Rötungsschwellung an der Einstichstelle und extrem selten schwerere Unverträglichkeitsreaktionen. Die sind aber wirklich extrem selten, so dass wir jetzt insgesamt hier einen Impfstoff haben, der in seiner Vergleichbarkeit, so, den wir so einordnen können, in seiner Sicherheit analog zu den anderen Impfstoffen, die wir im Säuglingsalter durchführen, die alle sehr, sehr hohes Sicherheitsprofil haben. Genau, und ja, das ist vielleicht zur Sicherheit das Wichtigste, was wir sagen können, ja. Okay, vielleicht als Ach so, Heran. vielleicht noch eine Ergänzung. Sorry, habe ich vergessen. Genau, auch aus den, wir haben ja jetzt, das Gute ist, dass wir diese Daten haben aus Spanien, USA und Frankreich, wo der Impfstoff jetzt hunderttausendfach bereits verwendet wurde. Also in Frankreich zum Beispiel letztes Jahr die halbe Geburtskohorte, das sind über 300.000 Säuglinge, bei denen geimpft worden ist. Und auch von dort haben wir jetzt keine Bedenken bezüglich der Anwendung und auch die Bestätigung des Sicherheitsprofils aus den Zulassungsstudien. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht einmal zur Einordnung, weil die Frage natürlich jetzt oft kommt, also warum empfehlen zum Beispiel andere Länder die Maternale und die STIKO ist da eher zurückhaltender? Da gibt es einige Fragen zu. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Aber vielleicht als Heranführung erstmal, sind bei Ihnen gleichermaßen fehlende Daten zur Wirksamkeit und die Sicherheit also gleichermaßen relevant, so gesehen für Ihre Entscheidungen letztlich? Also vielleicht können Sie da ein bisschen zeigen, wie Sie als STIKO eigentlich vorgehen, um letztlich zu sagen, bei Unsicherheit eher nein statt eher ja. Vielleicht könnten Sie das einmal kurz zeigen, Frau Tabatabai, dann gerne nochmal und dann nehmen wir vielleicht nochmal reihum, wenn das möglich ist. Hören Sie mich noch, Frau Tabatabai? Ach so, ich dachte, die Frage war zuerst an Herrn Liese Ach so, gewendet. ja, Das habe ich jetzt falsch an verstanden. Sie, sorry, wenn ich. Ja, also das hängt natürlich zusammen. Wenn es Sicherheitsbedenken gibt und man gleichzeitig limitierte Fallzahlen zur Wirksamkeit hat, dann ist das schon in der Gesamtheit zu beurteilen und dann hat das auch was miteinander zu tun. Also wenn es jetzt, und es ist natürlich auch so, dass gerade die Sicherheitssignale, die jetzt hier gesehen wurden, eben aufgrund der geringen Studienteilnehmerzahl auch schwierig einzuordnen sind. Ja, also das ist, glaube ich, nicht getrennt voneinander zu betrachten. Das bedingt sich gegenseitig. Und man muss natürlich auch festhalten, dass wir hier in einer Situation sind, wo wir auch eine sehr gute Alternative hatten in der Bewertung. Also wir haben uns das als Gesamtkonzept auch in den Modellierungen angeschaut. Und es ist so, dass wir mit Nirsevimab natürlich auch jetzt eine sehr, sehr gute Möglichkeit haben, die Neugeborenen und Säuglinge zu schützen. Vielen Dank. Aber vielleicht direkt anschließend, da wir hatten ja schon auch vergangenes Jahr ein Pressbriefing, auch mal, wo Herr Überla damals mit dabei war. Und da hieß es ja eben, ja, wir brauchen noch ein bisschen für die Empfehlung. Aber vielleicht können Sie noch mal konkretisieren. Also, warum konnte man sich im Herbst noch nicht richtig festlegen? Also, kamen wirklich die wichtigsten Daten eigentlich jetzt vor kurzem? Oder warum war man vielleicht noch eher zurückhaltend? Das ist gar nicht böse gemeint, aber warum war im Herbst quasi das noch nicht möglich? Wo es andere Länder vielleicht schon längst gemacht haben, FDA oder was weiß ich nicht alles. Aber vielleicht können Sie das einmal skizzieren. Frau Tabat dabei. So. Also für mich ist das sehr schwer zu beantworten, weil ich seit März Da ist dabei. die Freude habe, bei der STIKO dabei zu sein. Ich war tatsächlich auch schon im Februar bei einem Treffen dabei, aber über die Zeit davor weiß ich einfach schlicht und ergreifend nichts und kann deswegen da überhaupt keine Einblicke geben. Es tut mir leid. Ich denke, wir können aber trotzdem zwei, drei Sachen dazu sagen. Es ist nicht so, dass das alle Länder machen. Es gibt in Spanien ganz bestimmte Regionen und auch Spanien hat sich dafür entschieden im letzten Herbst, dass zunächst in einer Region besonders quasi unter Studienbedingungen, nämlich in Galizien zu machen, einfach auch noch, um die ausstehenden Fragen besser beantworten zu können. Es war Frankreich ist relativ spät noch eingestiegen, weil sie unter erheblichen Druck standen, auch wegen den hohen Belastungen durch die Krankenhausaufnahmen und im letzten Jahr und deswegen sind sehr spät eingestiegen. Und in England zum Beispiel hat man bisher noch gar keine Empfehlung beziehungsweise Implementierung durchgeführt. Also ich glaube, dass man im letzten Herbst war man relativ früh dran, um zu sagen, es haben uns da einfach noch viele wichtige Bausteine gefehlt. Zum Beispiel auch
wenn wir den Impfstoff anwenden, was passiert eigentlich mit der Erkrankung? Verschiebt die sich in andere Altersgruppen? Stecken die Kinder sich trotzdem an? Wie ist die Implementierungsmöglichkeit im größeren Umfeld? Und dafür finde ich, ist es korrekt gewesen, zunächst mal zu sagen, wir schauen uns das nochmal an, wie das läuft in selektiven Regionen, in denen es jetzt in Europa angewendet wurde. Wie sind die Ergebnisse dort? Und ich finde es dann sinnvoller, jetzt sozusagen mit einer klaren Empfehlung mit allen beteiligten Playern, also sozusagen Kinderkliniken und Kinderarztpraxen, dann einzusteigen und eine vernünftige Empfehlung der Bevölkerung zu präsentieren, die dann auch auf eine große Akzeptanz stoßen soll. Weil das ist immer wichtig, glaube ich, dass wir eine klare Empfehlung haben, bei der alle an einem Strick ziehen, dass wir sie gut implementieren, um damit sozusagen auch eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen. Da haben Sie jetzt gerade eine Journalistenfrage auch schon ein bisschen vorweggenommen. Die Frage war so in diese Richtung: Wer setzt die Empfehlung jetzt eigentlich genau wie um? Also Geburtskliniken, Kinderärzte, Gynäkologen, Fachgesellschaften wahrscheinlich teils auch. Da wäre vielleicht interessant, einfach mal zu wissen, wie ist eigentlich ist das weitere Vorgehen? Über die Kosten haben wir gerade eben auch schon mal gesprochen, die wahrscheinlich auch jetzt nicht, muss man auch wahrscheinlich noch mal kurz drüber sprechen. Eben, wo wird das Kind jetzt Ja, eigentlich geimpft? Also, genau. genau. Also das, vielleicht ergänze ich das, bevor ich dann an Frau Tabatabai weitergebe, nochmal. Der andere Grund im letzten Herbst war sicher auch die damals noch deutlich höheren Kosten für den Antikörper. Die Kosten sind bekannt und transparent, deswegen kann ich es hier nennen. Aber im letzten Herbst kostet dieser monoklonale Antikörper um die 1.300 € pro Injektion. Und das liegt natürlich bei weitem über dem, was wir sonst an Impfungen an Kosten für Impfungen aufwenden. Und damit ist natürlich auch der Aufwand dann irgendwo, muss immer in Relation zum Nutzen gesetzt werden. Der Preis wurde dann deutlich reduziert. Der Abgabepreis ist jetzt bei 350 €. Das heißt, der Apothekenverkaufspreis wird etwa bei 450 € liegen. Damit sind wir in einem Bereich, bei dem wir summa summarum auch in dem Bereich der aktiven Immunisierung nehmen, wenn wir bei den aktiven Immunisierungen ja davon ausgehen, dass wir sie dreimal im Schnitt geben, um beim Säugling eine entsprechende Wirksamkeit zu erreichen. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Das hat vielleicht auch im letzten Herbst war das auch mit ein Grund, wo man gesagt hat, man wartet hier noch ab. Da sieht die Situation jetzt anders aus. Und dann würde ich nochmal an Frau Tabatabai wegen den wichtigen, ja, Playern bei der Implementierung weitergeben. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit jetzt an der, an dieser Immunisierung mit dem monoklonalen Antikörper, dass hier verschiedene Player auch gut zusammenarbeiten sollten und müssen. Das eine ist natürlich die Geburtsklinik, die Geburtseinrichtung. Da ja für die Kinder, die in der RSV-Saison geboren wird, eine möglichst rasche und im Rahmen der U2 zum Beispiel Immunisierung noch in der Geburtsklinik empfohlen wird. Das andere sind die Kinderkliniken für Kinder, die eben nach der Geburt noch eine weitere Versorgung benötigen, die irgendwelche Probleme haben, die eine längere Betreuung benötigen, die auch während des klinischen stationären Aufenthalts eventuell immunisiert werden. Und das dritte, die dritte große Gruppe sind die niedergelassenen Kinderärzte und Kinderärztinnen, die natürlich einmal während der RSV-Saison alle Kinder immunisieren, die aus irgendwelchen Gründen in der Geburtsklinik noch nicht immunisiert werden konnten. Oder wir führen ja auch durchaus einige U2-Untersuchungen auch, also zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag auch schon in der Praxis durch, gerade bei ambulanten Geburten. Und dann natürlich im weiteren Verlauf die Kinder, die dann in der Zwischenzeit, also außerhalb der RSV-Saison geboren werden und die dann vor ihrer ersten RSV-Saison im Herbst die Immunisierung erhalten sollen. Das wären dann auch wieder die niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzte. Und da haben wir es mit unterschiedlichen Kostensystemen zu tun, wo die Vergütung auf unterschiedliche Art und Weise geregelt werden muss und sollte. Vielen Dank. Herr Pietschmann, ich würde Ihnen gerne eine Frage weiterreichen, die auch gekommen ist, und zwar, weil Sie sich auch intensiv an sich mit allen möglichen
Möglichkeiten von Medikamenten und Wirkstoffen beschäftigen, die gegen RSV helfen können. Und zwar ist die Frage, ist auch eine aktive Impfung für Kinder in Aussicht, also wirklich für die Kinder explizit, eben nicht für nämlich Schwangere, sondern eben für die Kinder direkt. Vielleicht können Sie da nochmal kurz auf eingehen. Ich glaube, Pfizer und sowas bastelt ja auch zumindest dran rum oder überlegt das halt auch mal in Studien mal zu testen. Aber vielleicht können Sie da so ein bisschen die Schwierigkeiten und so ein bisschen den Stand einmal erzählen. Ja, also die beiden jetzt zugelassenen Impfstoffe, aktive Impfstoffe sind ja schon genannt gewesen, allerdings eben für andere Altersgruppen beziehungsweise für die schwangeren Mütter. Moderna ist auch eine Impfstofffirma, die einen eigenen Kandidaten entwickelt hat, ein mRNA-Impfstoff, der in den USA meiner Kenntnis nach jetzt Ende Mai zugelassen wurde, also ein mRNA-basiertes Vakzin gegen RSV. Und ich gehe davon aus, dass diese Firmen, die die Impfstoffe haben, nun auch in die Altersgruppe der Kinder schauen wollen, um zu prüfen, ob da auch Wirksamkeit und Sicherheit da sind. Ich finde es aber auch interessant und jetzt wichtig zu beobachten, wie die Wirksamkeit dieses monoklonalen Antikörpers ist zur passiven Prophylaxe, insbesondere eben für das erste Lebensjahr. Und dann genau zu prüfen, wo man eben am besten dann tatsächlich vielleicht auch aktiv impft in die Kinder. Und ob das überhaupt erforderlich ist, wenn diese erste vulnerable Phase, da würde ich auch gerne nochmal an die beiden Ärzte hier im Diskussionsteam weitergeben, wenn die vulnerable Phase ausgelaufen ist, ob das dann noch erforderlich ist, ja, weil die schweren Verläufe sind in aller Regel meiner Kenntnis nach in den ersten beiden Jahren. Wenn man das überbrückt mit dem Antikörper, müsste man vielleicht nicht in so eine Phase reinimpfen. Und das hat natürlich in der Zulassungsstudie besondere Erfordernisse, in eine so vulnerable Population einen Impfstoff zu validieren und auf Sicherheit abschließend zu prüfen. Und ist was anderes, als das eben bei beispielsweise gesunden Erwachsenen zu machen. Und deswegen würde ich gerne jetzt weitergeben an meine KollegInnen, das weiter zu ergänzen. Ja, ich kann noch mal vielleicht dazu ergänzen. Ich glaube, das ist die Gretchenfrage ist, was passiert tatsächlich mit der Krankheitslast? Der Antikörper wird nicht 2 Jahre schützen, sondern er schützt 6 Monate. Das wissen wir recht gut. Und danach schützt er wahrscheinlich noch, dann wird der Schutzwirkung relativ rasch zurückgehen über die nächsten 3, 4 Monate. Das heißt, was passiert mit den Erkrankungen? Treten die dann einfach später auf? Und natürlich ist es im Idealfall so, wie es Herr Pietschmann gesagt hat, wir schieben praktisch die Erkrankung aus der vulnerablen Phase heraus in eine Phase, wo das einjährige Kind dann einfach besser damit zurechtkommt als der Säugling. Trotzdem wissen wir aus der klinischen Erfahrung heraus, dass wir auch noch zwischen Alter von 1 Jahr und Alter von 2 Jahren noch viele, viele Krankenhausaufnahmen haben mit Kindern, die eine RSV-Infektion der unteren Atemwege, eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis haben. Also ganz gelöst ist das Problem damit noch nicht, aber wir sind froh, dass wir zunächst mal hier für diese besonders schwer verlaufende Phase in den ersten 6 Lebensmonaten jetzt eine Möglichkeit haben mit monoklonalen Antikörper. Und eine kleine Bemerkung noch zu den aktiven Immunisierungen. Das ist eben auch das Problem, dass wir den Schutz gleich haben wollen bei Geburt. Weil wir in den ersten 2 Lebensmonaten nochmal ein erhöhtes Risiko, höheres Risiko haben als in Lebensmonat 3 bis 6. Das heißt, eine aktive Immunisierung braucht ja auch einen gewissen Zeitraum, bis sie den Schutz aufbaut. In der Regel sind auch manchmal erst 2 Dosen notwendig. Sie wissen, dass wir mehrfach impfen müssen, um Schutz zu erreichen. Das heißt, es ist viel schwieriger, wenn ich einen ganz frühen Schutz haben will, damit schon sozusagen an Anfang des Lebens zu beginnen, weil ich eben diesen Zeitraum brauche. Und da ist das Modell der passiven Immunisierung zu Lebensbeginn, also in der ersten Lebenswoche, sagen wir es mal einfach so, natürlich attraktiv, weil wir sofort den Schutz haben. Oder alternativ, vielleicht zukünftig, wenn wir bessere Daten haben, dann eben die maternale Immunisierung, die das ja auch bietet. Vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit, wir sind schon eigentlich am Ende. Ich würde aber gerne natürlich 2, 3 Journalistenfragen noch reinreichen, wenn das für Sie alle okay ist und Sie nicht sofort wegspringen müssen. Und zwar eine wäre nochmal, da hatten Sie eben, glaube ich, erzählt, Elise, zur Erkrankungsrate in Spanien und Frankreich, die sich das vielleicht schon mal ein bisschen genauer angucken oder gemacht haben. Aber kann man da schon eine Aussage treffen? Also wie hat sich denn die Erkrankungsrate dort entwickelt nach der Impfung? Hat man da irgendwie schon was gesehen oder? Ja, da gibt es hervorragende Daten, vor allen Dingen aus Galizien. NIRSEGAL heißt die sozusagen Studie, die ist auch im Internet, wird die wöchentlich quasi aktualisiert. Und da sehen wir eindrucksvoll, dass sich im ersten Lebensjahr diese Krankenhausaufnahmen, diese schweren
Erkrankungen, die zu einer Hospitalisation führen, um 80% reduziert haben gegenüber der Vorsaison und nicht nur und gegenüber den anderen Saisonen, die wir vorher gehabt haben in Spanien, die es immer gut erfasst haben. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich mitgehen müssen. Wir müssen einfach das jetzt auch in Zukunft weiter sehr, sehr genau beobachten, was passiert mit der Epidemiologie. Und das ist sozusagen auch entscheidend, dass wir wissen, wie wirkt sich dieses Impfprogramm aus, was erreichen wir und wo sind Vorteile und was passiert sozusagen auch nach der Immunisierung dann prospektiv gesehen. Vielen Dank dafür. Und eine schnelle Frage war zum Beispiel auch eben noch, als wir darüber gesprochen haben, wer eigentlich letztlich wie impfen soll später. Also können und dürfen und sollen Gynäkologen auch impfen, wenn es jetzt zum Beispiel mal irgendwann um die maternale Impfung geht? Also wäre das theoretisch alles möglich? Vielleicht die Frage an die Ärzte eher. Ich bin da eher Laie. Also es ist ja schon so, dass die Gynäkologen und Gynäkologinnen die Pertussis- und die Influenza-Impfung teilweise selbst durchführen, teilweise auch mit Hausärztinnen zusammenarbeiten. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Und da wird sich, denke ich, analog auch eine maternale Impfung für RSV angliedern. Insgesamt ist es natürlich wünschenswert, dass die Impfungen so nah wie möglich an die Schwangeren herangeführt werden und sicher auch wäre ein schönes Ziel, wenn es auch in allen gynäkologischen Praxen möglich wäre. Und es ist natürlich so, wenn jetzt noch eine dritte Impfung dazukommt, dann ist das ja auch schon relativ, ja, dann gibt es schon drei Impfungen in der Schwangerschaft und dann ist das auch ein valider Aspekt für die Schwangerenbetreuung. Und vielleicht dann nochmal reingerät, das werden Sie wahrscheinlich nicht im Detail angeguckt haben, aber weil die Frage auch kommt, würde es in irgendeiner Form Sinn machen, maternale Impfung, wenn die dann irgendwie mal für gut befunden wird, plus Antikörper oder ist das quatschig? Naja, also üblicherweise ist so eines von beiden, ja. Also es ist nicht quatschig. Natürlich wäre es sozusagen der super, super Schutz, aber es ist halt auch doppelt aufwendig und doppelt teuer, ja. Und im Prinzip gilt für den Gesunden, für das gesunde Kind ist eines von beiden, also entweder die maternale oder die passive Immunisierung, ein guter Weg, um die schweren Erkrankungen zu verhindern. Es gibt bestimmte Risikokonstellationen wie Frühgeburt, wo vielleicht der Nestschutz dann nicht komplett ist, wo nicht ausreichend Zeit da war, dass sich Antikörper noch übertragen werden konnten von der Mutter auf das Neugeborene. Hat man sozusagen die Möglichkeit, mit einem doppelten Schutz sozusagen das Optimum zu erreichen. Also bei ganz bestimmten Risikokonstellationen. Aber sonst gilt eine Maßnahme als ausreichend. Vielen Dank. Also ja, auch vielen Dank jetzt an Sie drei. Sind wir leider schon auch weit vorgeschritten. Deswegen würde ich jetzt langsam auch zu einem Ende kommen. Also schön, dass Sie dabei waren und dass Sie uns das alles auch mal vorgestellt haben an den Folien. Die waren auch super. Ich würde die Folien war, glaube ich, auch mal eine Frage, ob die Journalisten die bekommen können. Sie bekommen ja auch später das gesamte epidemiologische Bulletin, also wo das alles auch drinsteht nach dieser Veranstaltung. Von daher wäre das, glaube ich, wahrscheinlich besser und da steht eigentlich mehr drin. Würden Sie auch Also noch. auch die Grafiken sind dort zu finden. Also es ist nichts in den Folien, was man dort nicht findet. Okay, super. Also Ansonsten habe ich eigentlich, also wir können die auch gerne teilen, aber es doppelt sich. okay, super. Genau, das würden die Journalisten im Nachklapp von uns gleich alle zugeschickt bekommen. Und wie gesagt, nochmal an die Journalisten da draußen, bitte Embargo beachten, morgen 14 Uhr. Und wie gesagt, ein Transkript und ein Video wird es morgen früher Mittag wahrscheinlich geben. Und da auch, wenn Sie das Video haben wollen, natürlich auf Nachfrage bitte bei uns. Und dann geben wir das frei. Super. Genau, ja dann nochmal vielen, vielen Dank an Sie drei, dass Sie Zeit hatten und uns so informativ hier beraten haben und auch das alles vorgestellt haben. Und genau, ich beende jetzt das Meeting. Ich bin da leider sofort weg, deswegen kann ich mich nicht mehr so ganz alles super verabschieden. Also von daher machen Sie es gut und danke und bis zum nächsten Mal. Gerne. Tschüss. Gerne und Vielen Dank. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.